grüßt euch miteinander. Servus. Auf meinem Kanal. Wir haben einmal wieder Wandern. Und Fehler Nummer 1 beim Wandern. Schnell losgehen. So ist es. Lieber langsam losgehen und dafür konstant ein Tempo. Wir sind am Grünstein, das ist ein Teil vom Watzmann. Und schauen wir mal, was man so alles für Regeln am Berg beachten kann. Nummer 2, man grüßt sich auf dem Berg. Servus, Christi oder hallo, Glamcho. Und man ist mit jedem per Du. Das ist auch wichtig. Liebe Leute, man lässt seinen Dreck nicht liegen. Ein schöner Weg, da sind wir alle dafür verantwortlich. Was auch wichtig ist, immer, immer genug trinken. Zwischendrin und wenn man mal energielos ist, lieber ein Müsli-Riegel oder irgendwas geschwind essen, bevor man sich zu krass hochquält und nicht gut oben ankommt. Und lieber Pause machen, bevor man irgendwie sich übernimmt, sondern unter Zucker kriegt oder sonst irgendwas. Und auch wichtig, immer mal wieder die schöne Aussicht genießen. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wer eigentlich die Wege immer so schön präpariert, das macht meistens die ortsansässige Gemeinde oder der Alpenverein, der DAV. Also hier einmal Schleichwerbung, schön Mitglied werden beim DAV. Kostet fast nichts. Wir sind angekommen. Juhu. Das ist der Watz Mann und das andere die Watzfrau. Und ein paar Kinder sitzen. Richtig schön. Und da drüben ist das Gipfelkreuz, aber da stehen gerade so viele Leute, die morgen nicht alle filmen. Wir haben jetzt schon unser Wechselgewand angezogen. Ganz wichtig, wenn man voll geschwitzt ist, dass man immer was zum Umziehen dabei hat. Schaut her, da hinten, wo ist hier der Königssee? Schöne Brotzeit, Erdbeeren, Schinkenkäse, Croissants, Laugensemmel, Salami und natürlich eine richtig schöne Aussicht auf Berchtesgaden. Beim Runtergehen immer schauen, wo man hingeht und niemals rückwärts runtergehen. Lieber hucke ich mich irgendwie hin und strecke meine Beine voraus und kraxel dann so irgendwo runter, wenn es steiler ist, weil wenn man rückwärts runtergeht, dann sieht man nicht, wo man hinsteigt. Ja? Und auch wenn man Aussicht genießt, dann immer stehen bleiben dazu, das nie während dem Gehen machen. So. Wir sind jetzt fast wieder unten. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Viel Spaß beim Wandern und bis bald. Ciao, eure Lana.